friends. It might walk your way along. It might grow like the little stone. And you can travel to the heart. Travel the heart. Reise ins Herz. Sarah Brendel klampft seit über 30 Jahren ihre eigenen Songs und auf der Bühne öffnet sie ihr Herz weit, frei und spontan. Es ist eine tolle Plattform, um etwas zu erzählen, was einen bewegt, aber auch um Menschen mit hineinzunehmen. Deshalb bin ich gar nicht ein Fan von so großen, hochgebauten Bühnen. Ich bin tatsächlich gerne auch relativ nah an den Menschen. Da waren auch öfter Leute aus dem Publikum, die dann ganz spontan mit nach vorne gekommen sind auf die kleine Bühne und teilweise sogar mit Klavier dann plötzlich gespielt haben oder gesungen haben. Da sind ganz abgefahrene, spontane Sachen dann entstanden. Manchmal nimmt Sarah bewusst ihren Programmzettel nicht mit auf die Bühne, damit sie sich nicht langweilt. Auch die Locations sind besonders. Sarah Brendel spielt von Anfang an in Gefängnissen. Da bin ich immer zur Schule gefahren, an einem großen Gefängnis vorbei. Und ich bin irgendwie so mit diesen Mauern ein bisschen aufgewachsen, weil ich habe oft gedacht, wer lebt wohl hinter diesen Mauern? Hinter den Gitterstäben waren dann die Fenster offen, dann guckten die Menschen raus. Und meine Mama ist oft in den Frauenknast gegangen, um mit denen Kaffee zu trinken, sich mit denen zu unterhalten. Hat auch mit ihrer eigenen Vergangenheit zu tun. Die hat eine starke Empathie einfach für Menschen, die von der Gesellschaft verkannt sind oder schwere Jahre hinter sich haben. Und eines Tages, da hat sie mich mit in dieses Frauengefängnis genommen. Da war ich so 16, 17 und da hatte sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ein Lied für die Frauen zu spielen. Sweet hummingbird, lead me home. Show me the place I belong. I'm losing life. But all I want is to be free. Sarah hat sofort gedacht, hier gehört meine Musik hin. Sie soll ja Hoffnung und Lebenskraft geben, vielleicht sogar heilen. Und dann kamen hinterher einfach viele Frauen, die geweint haben und die sehr berührt waren. Und da merkte ich, was Musik für eine Kraft hat. Und bis heute gehört das für mich irgendwie dazu, dass ich auch an Orte gehe, die jetzt nicht so bequem sind, aber wo die Musik am meisten leuchtet. Bis heute spielt Sarah Brendel im Gefängnis, hält danach Kontakt. In einem Frauengefängnis bei Köln hat sich etwas ganz Besonderes ereignet. Da hatten die Frauen eine Zugabe gewollt und da habe ich dann gedacht, statt einer Zugabe, dachte ich, könnte es ja jetzt einfach noch praktischer werden als Musik. Und dann habe ich einfach nur gefragt, wer eine Umarmung möchte. Da habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber dann hat mein Cellist wunderschöne Melodien auf dem Cello gespielt und dann kamen wirklich alle Frauen. Das war irre. Also das war nicht für die Frauen nur schön, sondern auch für mich. Ich konnte jede Frau einen Arm nehmen, nach dem Namen fragen. Die Frauen haben dann mir immer ganz kurz erzählt, so von ihrem Innersten. Und das war eins der schönsten Momente in meinem Leben, glaube ich sogar. How happy is the little stone that rumbles on the road along. Doesn't care about careers, exigencies and other fears. You might travel the world, you can travel to the sky. You might escape wars and you can travel to the heart. Every song I'm singing comes from a deep dark well formed in the highlands by a master's hand. Among 10,000. Der Text klingt nach einer sehr berühmten Bibelstelle, dem Hohelied der Liebe. Eigentlich ist das ganze Album ein großes Liebeslied für die Menschen, die ich über die letzten Jahre getroffen habe, in Flüchtlingslagern in Griechenland. Menschen, deren Geschichten sehr schwer waren, die ich nicht vergessen wollte und deshalb erstmal alle aufgeschrieben habe und immer wieder drüber nachgedacht habe, manchmal auch gebetet habe für die Menschen und dann angefangen habe, Lieder für diese Menschen zu schreiben. Auch für meine Tochter ist ein Lied auf dem Album und Among 10,000 heißt ja so viel wie unter 10,000 will ich dich nicht vergessen. You are outstanding among 10,000. Auch ihre eigene Vergangenheit will Sarah nicht vergessen und besingt den Schmerz ihrer Kindheit. Oh ja, das geht um eine verlorene Kindheit. Es ist ein Stück meiner Kindheit, die ich verloren habe. Als ich 4 Monate alt war und meinem 4. Lebensjahr, da
sind in unserer Familie ganz krasse Einschnitte gewesen. Für meinen Papa habe ich das geschrieben. Back to the first years. Back to the first years, when you suddenly. Diese Geschichte hat ein Happy End, trotz allem Schmerz. Schwere Texte, harmonisch aufgehoben in Americana, Folk. Was bewegt das Musikerinnenherz, wenn sie an die Aufnahmen im Studio denkt? Sarah gefällt dieses trockene, speziell klingende Schlagzeug und dann der knochige Bass, so ein bisschen 60er. Und dann dieses Klavier macht mich glücklich, weil ich vorher nie Klavier gespielt habe auf irgendeinem Album. Ich kann gar nicht gut Klavier spielen und habe mich einfach getraut, das mal zu machen. Es ist wirklich organisch und echt, weil wir haben fast alle Songs live eingespielt und sehr frei. Sarah Brendel war schon international erfolgreich, hatte einen Plattenvertrag in Nashville. Warum ist sie jetzt wieder in Deutschland, in der Nähe von Dresden? Diese Plattenfirma, die hatte mir Dinge versprochen, die sie nicht eingehalten hat. Und die hat versucht, sehr stark dann auch an meinem Sound rumzuschrauben. Sehr gefällig und poppig. Und dass ich mich sehr verbiegen hätte müssen. Und obwohl Amerika sehr spannend war, ich habe auch Konzerte gegeben und so weiter, hatte ich doch das Gefühl, ich muss wieder zurück zu meinen Wurzeln und denen treu bleiben. Sarah zieht also mit ihrem Mann nach Deutschland. Die beiden sind viel auf Tour. Und dann haben wir gemerkt, was das Künstlerleben eigentlich bedeutet und haben ganz viele Musiker kennengelernt, die ganz schön erschöpft waren, wie wir auch, und die immer sich so nach so einem Zuhause gesehnt haben, wirklich auch nach Familie. Und dann haben wir so ein bisschen geträumt und haben gedacht, das wäre doch toll, wir würden so einen Ort haben, wo wir nach so Natur hinkommen könnten, kreativ sein könnten und an dem man leben und arbeiten kann. In Dresden finden sie Leute mit dem gleichen Traum und ein unbewohntes kleines Schloss in Röhrsdorf. Seit 12 Jahren wohnen sie dort mit 5 Familien samt Tonstudio. Bab war auch neulich da. Keine Künstlerkommune, sondern Kommunität. Was heißt das konkret? Die Werte sind ähnlich. Gastfreundschaft, einander wertzuschätzen, zu lieben. Das lernt man wirklich, wenn man in einer Kommunität lebt. Auch barmherzig zu sein. Menschen, die fremd sind oder die sozial schwach sind, eine offene Tür für diese Menschen zu haben. Und unser Fundament ist der Glaube an Gott. Also wir sind Christen, aber sehr offen und sehr frei. Tatsächlich muss Sarah Brendel von Zeit zu Zeit raus auf die Bühne, trotz Familienglück. Dann fällt es mir tatsächlich manchmal schwer, einen Abschied zu nehmen von meinen Kindern, meinem Mann. Und wenn ich aber da drin bin, dann lebe ich wieder. Und das sagt dann auch meine Familie. Mama, du kommst immer mit so vielen neuen Geschichten nach Hause und du bist wieder so lebendig. Ich sollte mal wieder auf Tour gehen, damit ich besser draufkommen würde. Der Spruch ist schon öfter mal gefallen. Zu den neuen Geschichten gehören auch Flüchtlingsgeschichten. Die hört Sarah bei einem Konzert in Tel Aviv von Eritreerinnen zum ersten Mal und macht Musik daraus. Das beschreibt so die Geschichte von 3 verschiedenen Personen, die auf der Flucht sind. Und da habe ich einfach verarbeitet, was mir Menschen erzählt haben. Ein Afghane, der über die Berge geflüchtet war. Ein Mädchen, was im Schlauchboot gekommen ist, deren Familie ertrunken ist im Meer. All die Menschen, die fliehen und alles in Kauf nehmen, um endlich frei zu sein. Poesie und Anpacken werden eins bei Sarah Brendel. Sie fängt lange vor der europäischen Krise an mit Flüchtlingskonzerten und gründet mit ihrem Mann die Initiative Refugium. 2015 mieten sie für eine afghanische Familie das Dorfgasthaus. Das muss erst einmal durch die sehr kritische Bürgerversammlung. Diese Familie kam dann. Es gab rechte Anfeindungen. Es gab echt einiges an Gegenwehr, aber es gab auch im Gegenzug ganz wunderbare Menschen aus dem Dorf, die Kuchen gebacken haben und die Möbel gebracht haben und die sich total engagiert haben. Sarah hat auch zeitweise mit ihrer Musik pausiert, um ihre Songs von Nächstenliebe praktisch zu leben. Nach den Afghanen kamen Syrer und seitdem die Grenzen dicht sind, setzt sie sich für Menschen direkt in Syrien ein. Unbeirrbar wie ihre Vorbilder Bob Dylan, Martin Luther King und Jesus. You shine for the beggar. In dark empty streets, you shine for the woman whose health or body while her soul bleeds. Ich liebe so Biografien von Menschen, die sich für andere eingesetzt haben, für soziale Gerechtigkeit.
Aber allen vorweg ist eben für mich immer Jesus Christus, weil der einfach alles gut gemacht hat. Da sehe ich so viel Wahrheit und ich glaube, das berührt mich so, weil er so eine Liebe hat, die so ganz, ganz rein und stark ist. Immer wenn ich von ihm lese, durchflutet mich so ein Frieden und diesen Spuren möchte ich auch folgen. I trust only one man, he's the keeper of my heart. I love only one man, he's the keeper of my heart. Sarah Brendel, ihr Lebensmotto: jeden Tag auf ihr Herz aufpassen und viele andere Menschen achten.